1973. Bau der Stahlbrücke über den Strom. 1972. Die 3,5 Kilometer langen Rampenbauwerke entstehen. Man muss den Druck ein bisschen auch kontrollieren. Die Pfahlgründungen und Pfeiler werden hergestellt. Das Fundament für eine der bedeutendsten bautechnischen Konstruktionen in Hamburg in den 70er Jahren. Im Bereich der Seeschifffahrtsstraße beginnt die Montage des stählernen Überbaus. Das erste Teil der Brückenfahrbahn wird in die kräftigen Seile eines Schwimmkrans eingehängt. Dann geht die Reise ab, quer über den Kühlbrand zum östlichen Pylon. Das erste, 108 Tonnen schwere Teil hat seinen endgültigen Platz erreicht. Währenddessen werden in der Werkstatt die letzten Teile gefertigt, zum Beispiel einer der beiden Endquerträger. Gleichzeitig werden am Ufer des Kühlbrands die aus der Werkstatt gelieferten Teile zusammengebaut. Komplette hohlkastenartige Sektionen entstehen, 18 Meter breit, 15 bis 20 Meter lang. Ein Wechselrhythmus zeichnet sich ab. Dem Einsetzen eines Teils auf der Wasserseite folgt das Einsetzen des nächsten Teils auf der Landseite, sodass der wachsende Brückenspann immer in der Waage gehalten wird. Das reibungslose Zusammenspiel von Werkstatt, Montageplatz und den Trupps auf den Schwimm- und Autokränen gewährleistet den kontinuierlichen Fortgang der Montagearbeiten. Gleichmäßig wächst die Brücke von beiden Pylonen aus, landwärts und wasserwärts. Alle 3 Wochen ein Segment an jeder der 4 Vorbauspitzen. So entsteht ein Verkehrskreuz der Zukunft. Eine Autobrücke, die hoch genug ist, von jedem Schiff, das Hamburg in der fast 800-jährigen Geschichte seines Hafens besucht hat, durchfahren zu werden. Thank you.